Hallo, hier ist Jürgen und willkommen zurück zu Let's Play in Spring. Nein, Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Beim letzten Mal haben wir geheiratet, ha? Huh? Schauen wir doch mal, wie das alltägliche Leben inzwischen aussieht. Nicht mehr Monsterschlachten? Hey! Na, erkennt ihr übrigens das Haus? Ha? Ja, das ist genau das Haus, was wir vorher hätten kaufen können. Interessant, dass das so bereits mehr oder weniger im Spiel vorkam, ha? Huh? Okay, kann man das? Anscheinend, aber hat's funktioniert? Also ähnlich wie die Szene mit Tia, ha? Na gut, dass wir hier nicht sehen, wie scheußlich der Fisch schmeckt. Boah, Insel, das klingt echt wie Harvest Moon irgendwie. Aber gut, wir sehen auf jeden Fall mal ein ganzes Jahr durchlaufen, wie die beiden jetzt leben, ha? Ich find's interessant, es gibt so selten in Videospielen, dass man sowas sieht, aber mir gefällt's auf jeden Fall. Aber gut. Na, was ist Sommer? Ah, die Kleine gibt's auch noch. Bexim, gehen wir zum... Oder an die See? Nicht zum See, sondern zum Meer? Ja, oder? Tiny und Zweiteiler, ha? Wie One Piece? Du bist doch jung. Ich meine, hallo? Wie alt bist du? 25? Na gut, und jetzt Herbst. Ich weiß, die Mucke ist aber echt stimmig. Ich glaube aber auch, dass wir jeden einzelnen Track, den wir hier hören, nur an dieser Stelle im Spiel hören, leider. Aber hat was. Nun, dann schauen wir uns den Herbst doch mal an. Kämpfst du immer noch sehr ordentlich? Ach, ist das so? Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Schwertkämpfer, von daher kann ich das nicht beurteilen, aber gut. Das ist doch gut, wenn sie an ihrer Stärke nicht eingebüßt hat. Scheint, die beiden führen ihr alltägliches Leben jetzt aber gemeinsam. Also die scheinen das wirklich gemeinsam handhaben zu können. Nicht so, wie es wahrscheinlich mit Tia dann der Fall wäre, weil sie wollte ja nicht, dass Maxim so weitermacht. Ha? Na, kannst mal sehen, ich bin was ganz Besonderes. Nein, das sind niemals. Was? Ich mag die Szenen von den beiden. Ja, scheint, die beiden harmonieren echt wunderbar zusammen, ha? Was wäre wohl die Krönung? Ah, ich mag auch die Wintermusik, die... Ich sag mal, Winter ist eigentlich die Jahreszeit, die ich am wenigsten mag, aber die Mucke passt einfach so derbe gut. Ja, ne? Ja, fand ich auch. Das waren jetzt nur 3 Minuten. Musste sie das wirklich fragen? Woher kam das denn? Ja, musst du. Erinnert mich ein bisschen an die Beziehung zwischen Lufia und Zed im ersten Teil. Ah, ja, Selan, ich kann dich verstehen. Oh. Kann das ganze Glück noch schöner sein? Ja, kann es. Die beiden haben... Ich meine, die sind ein Jahr verheiratet. Ich meine, wolltet ihr eure Zeit nicht erstmal genießen, bevor sie das erste Kind rausschießt? Aber gut. Ja, siehst du die Pixel nicht? Dieselben hast du auch im Gesicht. Gute Arbeit. Ja, wie nennen wir ihn, hä? Huh? Jarrus, ne? Von mir aus klingt ein bisschen wie... Na, nicht wie Zed. Ich wollte sagen wie Aguro, aber das wäre auch falsch. Klingt eher wie Jaren. Ja, natürlich. Er steht auf jeden Namen, den du siehst. Er sagt ja alles. Na, siehst du, kann schon richtig lügen in der Beziehung. Na, ich mache nur Spaß. Ah, und dann haben wir wieder unsere alltägliche, normale Stadtmucke. Ah. Das klingt doch wundervoll. Ja, macht euch gegenseitig fertig. Ihr seid ein richtig gutes Ehepaar. Was war das? Nein. Du? Idura lebt immer noch. Was? Aber genau.
Wie? Noch jemand, der über Gadis steht? Ja, wir sollten unser Baby zurückholen. Alles klar. Dann geht's rüber zum nördlichen Lichthaus. Das ist ja richtig, richtig, richtig böse. Ich meine, hallo, da kommt der Idura eiskalt wieder. Und ja, ihr seht schon, das ist genau dieses Haus damals, was zum Verkauf stand, ja? Und klaut uns unser Baby. Ich will nur mal kurz übers Equip gehen. Momentchen, da interessiert mich nur ganz kurz was. Moment, kurz sortieren. Alles klar. Ich denke, ich... Weiß Bescheid. Alles klar. Okay, okay, okay. Das passt. Ich könnte eigentlich endlich mal ein bisschen was verkaufen, aber gut. Jedenfalls speichern muss ich nicht. Und ihr seht schon, wir sind im Moment nur 2 Party-Member. Finde ich ganz interessant. Sind wir voll geheilt? Nach einem Jahr, ich hoffe doch. Man hat nicht mal wirklich gesehen, dass Celan schwanger ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie jemals breiter aussah. Aber gut. Okay, ich bin eben kurz über mein Equip gegangen und habe gemerkt, dass ich was Derbes vergessen habe, was ich wohl... Ich weiß nicht, wieso ich das vergessen habe. Normalerweise nehme ich nämlich der guten Tier ihr ganzes Equip weg, bevor sie geht. Das habe ich diesmal vergessen und natürlich ist jetzt mein Water-Dingens oder was auch immer weg. Ist eigentlich nicht so schlimm, weil ich damit doch leben kann. Es ist nur ein bisschen doof, aber es ist wirklich nicht game-breaking. Also ich komme damit trotzdem locker klar. Und für den Moment möchte ich Celan das Catfish-Jewel geben, wenn ich es schon habe, weil ich damit besonders viel IP spare und wir zu zweit eben jetzt auch gegen teilweise größere Gegnerhorden kämpfen müssen. Leider habe ich im Moment keine bessere Waffe für sie. Ich könnte ihr eigentlich noch rückwirkend einen Rod kaufen, damit sie halt gegen Hard-Element-Gegner besser klarkommt, welche wir in naher Zukunft auch einige begegnen werden. Aber wir können genauso gut dann einfach zum Pumpkin-Jewel wechseln und haben denselben Effekt. Von daher verzichte ich drauf. Ich möchte aber für das nächste Gebiet wieder Blaze nehmen, einfach weil er stärker ist und weil Flash bereits die Ability gelernt hat, die er lernen soll. Und genauso gut ist es eigentlich ziemlich egal, weil wir Celan als Heiler wieder haben. Aber gut, können wir den Kampf kurz mal drin lassen. Das müsste jetzt also nach dem Motto viel besser gehen. Und ihr seht schon, Celan hat volle IP. Wenn ich die IP nur ein bisschen verwende, um Catfish Jewel einzusetzen, denke ich mal, geht das völlig in Ordnung. Ja, genau deswegen. Wenn Blaze jetzt noch ordentlich mitspielt, dann passt das eigentlich. Hauptsache, du läufst nicht wieder so schnell weg. Aber gut, den Rest sollten wir physisch hinkriegen. Juhu. Ich bin eh gespannt. Also den Light Tower habe ich, glaube ich, vorher gar nicht gezeigt. Wir hätten... Ich weiß gar nicht, ob wir hier vorher hätten hingehen können. Ich glaube nicht. Also das Gebiet betreten, ja. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ziemlich weit reingekommen wären. Hm? Ever since a mysterious light flew to the top of the lighthouse where a wash of monsters... in Monsters, okay. Ich glaube, hier wären wir vorher nicht reingekommen. Ich weiß es nicht. Aber gut. Das hier ist ein echt interessantes Rätsel. Ich mag das eigentlich ziemlich. Der dort... The door the arrows pointing at opens. Das heißt, wir sollen, ist ja eigentlich nicht so schwer zu verstehen, aus diesen Steinchen hier einen Pfeil formen und in die Richtung, in die dieser Pfeil zeigt, diese Tür geht dann auf. Ich mag das Rätsel, es ist eigentlich ziemlich stylisch, das heißt, wir schieben jetzt einfach mal die Steine ungefähr so hin, damit sich die rechte Tür öffnet. Eigentlich ziemlich cool, oder? Also mir gefällt's. Aber gut, gehen wir mal erstmal hier nach rechts, wobei den kann ich erstmal abmoksen. Schauen wir mal, ob es neue Gegner schon sind. Nein, sind es nicht. Aber ist auch nicht so wild. Jedenfalls gibt es hier ein kleines Rätsel. Schauen wir mal. Hier werden die Stachel entblößt, sage ich mal. Aber gut, wenn wir nicht draufstehen, dann nicht. Hier öffnet sich die halbe Tür. Dort öffnet sich auch die halbe Tür. Huh? Lesen wir mal erstmal, was da vorne steht. If you place the box on the crest when you see the door, all the tricks vanish and the door opens. Ja, dann schauen wir uns die Lösung dieses Rätsels mal an, weil wir haben genau 3 Kästchen hier, ne? Das heißt, wenn wir den aktivieren... Deaktivieren, haben wir die Tür, aber die Tür ist versperrt. Das heißt, wir müssen auch noch das Steinchen dorthin setzen, dass die Stachel weg sind. Und dann, ja, hier müssen wir dann eigentlich was drauflegen. Aber wie in aller Welt sollen wir dieses Rätsel nur lösen? Weil wenn ich jetzt einfach einen runternehme, dann schließt sich wieder die Tür, ha? Ach, ja, ja. Oder wenn wir den hier runternehmen und dann uns selber raufstellen, haben wir nicht die Möglichkeit, dort hinten hinzugehen. Aber ich mag die Lösung des Rätsels, denn wir nehmen einfach die 3. Box und platzieren sie genau vor der Tür. Wenn wir nämlich jetzt einen wegnehmen, seht ihr schon, kann die Tür nicht schließen. Das heißt, wir setzen jetzt einen dort drauf, nehmen jetzt dieses Ding hier und packen es dorthin. Ziemlich stylisch, oder? Also dieses Rätsel gefällt mir. Es ist echt intelligent. Ich mag es sehr. Und für das Lösen dieses Rätsels hatten wir die nächste oder das nächste Dragon Egg. Ich glaube, 6 haben wir jetzt schon. Sehr schön. Einen Mystery Ring. Warum auch nicht? Und ein Big Shield. Lass mich mal schauen, ob das vielleicht was bringt, das direkt mal zu equippen. Schauen wir mal. Wer kann, kannst du das eigentlich nehmen? Big Shield? Du könntest. Kannst du es nehmen?
Nee, du kannst nur die anderen Sachen nehmen, aber bleib bei der Anger Brace, das passt schon. Nimm du das Big Shield. Und wie sieht's mit dem Ring aus? Was hat der schönes Mystery Ring? Du hast Makes Magic Mirror to Repel Magic. Klingt interessant, aber... Wobei, den Thunder Ring brauchst du im Moment nicht, die Verteidigung aber auch nicht so dringend. Aber bleib ruhig bei dem, was du hast. Das müsste eigentlich passen. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die linke Tür. Denn die Dungeon hier ist auch nicht gerade klein, aber sie gefällt mir. Es ist eine, die wirklich ziemlich viele stylische Rätsel hat. Na komm, das ist nur ein Gegner, den kann ich auch onscreen machen. Aber ja, also ich muss sagen, der Punkt des Spiels gefällt mir sehr. Und falls ihr wirklich gedacht habt, dass wir jetzt schon am Ende sind, muss ich sagen, nein, wir sind noch ziemlich weit weg. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass der eine Gegner doch letztens eine Life Potion gedroppt hat. Huh? Die kann ich ja eigentlich nochmal schnell Selan geben, weil ihr seht schon, so viele Lebenspunkte hat die gute ja nicht. Wo ist denn das Item? Das habe ich doch die ganze Zeit extra für sie aufgehoben, da die Life Potion. Alles klar, bitte sehr. Hätte ich auch schon vorher eigentlich dran denken können, aber gut, mein Fehler. Schauen wir mal, was der Turm noch so alles bereitet. Ah, zum Beispiel neue Gegner, die ich jetzt mit dem Water Jewel hätte besser besiegen können. Oder hatten wir die Red Lobster schon? Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall schwach auf Wasser. Wovon wir jetzt nicht wirklich Gebrauch machen können. Aber, wobei, die müssen schon vorher da gewesen sein, weil so wenig Erfahrung, wie ich gerade gekriegt habe, das ist ja nicht normal. Auf jeden Fall, oh mein Gott! Spielen wir jetzt Memory oder was? Können wir unten eigentlich weiter? Nein, können wir nicht. Links können wir auch nicht weiter. Was sollen wir also nur tun, ne? Moment, ihr seht schon, wenn wir hier irgendwo raufgehen, ah, falsch, oder hier und hier, auch falsch. Das heißt, wir könnten eigentlich alles durch Raten erledigen, sag ich mal, oder wir wissen genau, was wir tun. Beim nächsten Mal in Let's Play Lufia 2. Ich bin Zion und sage bis zum nächsten Mal, bis dahin und bis dahin.